Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Sweet Transit. So, was war die letzte Speicherung? Ich glaube diese hier. Ja. Und ja, die Aufgabe ist es jetzt das absolute Markenaufwertung verfügbar. Geil. Was kann ich denn nehmen? Maximale Zuglänge, Einwohnerkapazität, erhöht die Attraktivität der Basissiedlung. Nehme ich doch mal das. Davon kann man doch nie genug bekommen. So, es kam wieder ein Kommentar rein, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gucken wir mal kurz nach rein, was da geschrieben wurde. Nee, in die Kommentare bitte. Ich lasse mal die, also von Test 6837, ich lasse mal die Timestamps von den Kommentaren weg, da du ja gern während einer Aufnahme liest. Klick mal auf irgendein Gebäude deiner Stadt. Die Ziele, die dir jetzt oben links angezeigt werden, sind andere Ziele, als wenn du kein Gebäude angeklickt hast. Okay, machen wir gleich mal. Ich nehme mal random irgendein Gebäude. Das hier. Ach, es wäre Idee mit erfahrenen Gemeinkundenhandwerker oder Fahnenarbeiter. Du kannst... Ach so, ah, okay. Verstanden. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Okay. Gut, dann wechselt das immer hier oben. Daher nur mein Hinweis, dass du auch die absolvierten Ziele der Stadt ausblenden kannst. Draufklicken. Klick mal auf einen Bahnhof deiner Wahl. Im Menü unten mittig hast du links oben ein kleines Symbol. Da siehst du, wie viel Treibstoff sich im Bahnhof befinden. Das hier. Was schon ordentlich. Ordentlich Treibstoff drin hier. 1900. Möglicherweise brauchst du in der Stadt gar keine extra Kohlelager. Da kommen ja auch Wartungskosten auf. Wie das Upgrade-Ding, grünes Fallsymbol in der Stadt funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Achso, nochmal Thema Routen. Ich würde bei Güterzügen nie die Haltbedingungen bis zur Fertigstellung nehmen, sondern immer für volle, leere Fracht oder für verstrichene Zeit. Bis zur Fertigstellung heißt eben so lange, bis die Fracht voll leer ist, sondern kann auch bedeuten, Einstein ausgeladen, also ist das Ausladen fertig. Deswegen hast du am Anfang auch Holzzüge, die nicht ganz voll abgefahren sind. Ach so, okay. Aber das Hauptziel ist unabhängig davon trotzdem erstmal dort unten diese komische Zufahrt hier neu zu machen. Das hier am Lager, hier ist schon wieder Stau. Dass ich hier das, ich könnte ja auch nicht mal eine Brücke rüberbauen, weil ich keine Steine habe. Oder reicht das gerade noch so? Ne. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das jetzt? Wie kommt man hier besser an die Lagerhalle ran? Ist auch schon der Stau hier unten. Ah, das kann ja noch irgendwas werden, ja. Tja, wie macht man die Lagerhallenanbindung besser? So, jetzt stehen sie hier schon wieder alle im Stau. Ey, das ist doch echt zum Wegrennen hier. Ich muss dann irgendwie die Gleise wieder hier hochführen. Das heißt, es muss im Grunde genommen dann hier eine Auffahrt geben. Beziehungsweise, gut, die kann ja auch hier hinten passieren. Und es muss eigentlich dann hier noch so ein Kreis, aber ich könnte mir vorstellen, das könnte daran scheitern, dass hier irgendwie ein Fluss oder sowas ist.
Das müsste man dann irgendwie an einer anderen Stelle bewerkstelligen. So, dann geht es erstmal wieder weiter. Ich glaube, das wird auch nicht. Ich glaube, der Umbau, der geplante, das wird auch nicht so unbedingt der Knaller hier, was ich hier mache. Ich bin gerade echt irgendwie ein bisschen ratlos. Sage ich ganz offen. Die ganzen Züge hier, die stehen eh nur komplett im Weg. Ich überlege, ob ich einfach jetzt mal den anhalte, dass die mal hier unten das ganze Ding mal leer räumen. Dass wir da jetzt mal in Ruhe eigentlich die Holzzüge, die von hier kommen, das ist ja eigentlich nicht schlecht, aber dann halt hier hinten. Komm, hier ist jetzt ein Holzzug, den halten wir auch gleich nochmal an. Kann ich eigentlich auch während Pause bauen, dann hätte man nämlich keinen Zeitverlust, sag ich mal. Das geht doch bestimmt, hä? So, dann mal, machen wir erstmal hier. Wir machen jetzt hier mal Großabriss. Wenn ich sage Großabriss, dann kann hier ruhig. Nee. Ja doch, komm. Mach die ruhig alle komplett weg. Weil ich glaube einfach, das Lager, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen das Problem. Weil die ja da immer, weil sich da ja staut und das ist ein bisschen ineffizient mit dem Rausfahren. So, jetzt bauen wir erstmal die Gleise hier neu. Die Frage ist, ob man nicht das irgendwie einteilt. Drei Gleise in die eine Richtung, drei Gleise in die andere Richtung. So. Ich überlege gerade, ob ich das hier auch nochmal gerade wegreiße, damit ich hier diese. Na gut, ich habe eh keinen Stein. Könnte jetzt da sowieso nichts machen. Naja, aber was ist dann, wenn ein Zug umdrehen muss, ne? Das ist halt die Frage. Oder könnte man eigentlich hier diese Runde beibehalten? Wobei das ja auch dann wieder eine potenzielle Stelle für einen Stau wäre. Ich glaube, ich probiere das erstmal mit drei in jede Richtung. Entweder das geht halt. Dadurch das Ganze ein bisschen effizienter wird. Ja, warte mal, das war blöd an der Stelle. Der hier unten ist ja der relevante, der die Einengung. Ja, das passt, glaube ich, auch noch nicht. Das muss noch eins weiter vor, auf jeden Fall. Für die Züge, die zurückfahren, könnte man ja dann auch einfach irgendwie. Warte mal, ich mach das mal hier oben TDD-Style mit den Ausfahrten, dass sie da einfach noch einen Puffer haben. P
Passt das vom Abstand her oder würden die dort crashen? Das weiß ich halt nicht. So, und dann... Hier hinten ist das ja einfacher. Da könnte man eigentlich auch wieder so eine Pufferzone machen. Wenn man immer sagt, ja, ah, genug Platz, dass da irgendwie x Züge... warten können. Achso, jetzt habe ich das hier vorne nicht. Naja, gut. Bei der Ausfahrt machen wir das auch, obwohl das da eher, weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Und dann müsste man eigentlich hier so eine Schleife, dass die ja dann drauf fahren können, wenn die wieder in die andere Richtung wollen. Aber wahrscheinlich... Warte, mache ich das mal ein Stück kürzer. Wahrscheinlich funktioniert das nicht einfach so, sondern das hat dann irgendeinen Plot-Twist. So, dann das hier nochmal weg. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch, dass ich hier im Pause-Modus was baue. Ich weiß halt nicht, ob der Abstand hier so passt oder ob die dann sagen, wie bei Voxel Tycoon. Nee, wir crashen jetzt mal, weil das einfach nicht hinhaut. Ja, das ist natürlich auch wieder grandios hier. Ich habe mittlerweile herausgefunden, das muss mit dem Pfeil so hinpassen, obwohl das ja eigentlich auch logisch ist. Hier passt jetzt kein Signal hin, na doch, eigentlich schon. So, das wäre jetzt im Grunde genommen... die Ausbaustufe. Jetzt müssen wir nur noch die Signale bauen. So, wir machen einfach, dass immer nur ein Zug in den Bahnhof einfahren kann. So.